So, meine lieben Freunde, willkommen zurück und wir spielen weiter Elden Ring. Ich befinde mich jetzt gerade hier in diesem Land, wo wir noch gar nichts geschafft haben eigentlich. Ich würde sagen, wir gehen aber mal hier zu dieser Hochstraße und werden von dort mal das Land weiter erkunden. Vielleicht finden wir ja die Karte noch, das wäre ganz cool, weil ohne Karte können wir nichts machen. So. Das ganze Land will ich sowieso mal ganz, das ist ganz nett zu erforschen mal. Weil es ja wirklich riesig ist, wie man sieht, ne? Guck mal hier, es ist ja gigantisch. Das ist die Frage, ob man hier runterkommt. Es geht auf jeden Fall irgendwie da runter. Und wo, weiß ich noch nicht. Finden wir bestimmt auch noch. Raus. So, ein paar Ritter. Die müssen wir uns aber jetzt nicht kümmern. Komm, da geht's runter. Ich finde dieses Pferd einfach nur genial. Ich hoffe, wir finden auch ein paar... Na guck, hier ist ein richtiges Sumpfgebiet, wie man sieht. Ich hoffe, wir finden so ein paar... wie heißt das? Ein paar Stellen, wo wir hinspawnen können. Ohne die... Das ist immer blöd, wenn man hier hinten stirbt, nämlich, ne? Wie krass, also es ist wirklich krass, wie lange man sich hier aufhalten kann im Spiel, ohne dass man mitkriegt, wie die Zeit vergeht. Ach guck, da können wir direkt hochspringen wieder. Okay. Schildkröte. Ich weiß nicht, wie weit man da ins Wasser rein kann. Ich reite jetzt erstmal den Rand ab hier. So, Mitte, was immer das ist, die Kristallknospe. Huch. Hängt der hier fest? Da ist so eine... Da sind Quallen. Okay. Einsam hier. Ah, dann Blatt. Oh, was ist das denn? Ach, guck mal, kommt so eine, ein kleines Kräppchen an. Oh! Hier kein Leuchtfeuer. Krass, wir sind hier irgendwo und hier gibt es immer noch kein Leuchtfeuer. Da ist eine kleine Festung. Sag mal reinschleichen oder mal erkunden, was da ist. Handbuch eines Schimmersteinmetzers. Okay. Also, da kommt noch was einsammeln von ihm hier. Bolzgetreuen. Gut, hier haben wir alles bekommen. Machen wir seine Sachen mit. Schwert des Getreuen, okay. Hier haben wir jetzt, also dass es hier nichts gibt, wundert mich allerdings in der Tat, aber naja. Den werden wir trotzdem mal da längs laufen. Kurz mal, nur um zu schauen, ob wir da noch was finden.
Das ist praktischerweise auch hier oben, wo wir schon waren, ne? Oder? Ja. Tal voraus. Okay, jetzt kommen wir einfach nur zu der Stelle, wo wir waren. Gut, dann gehen wir mal hier zurück. Müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ach ja. Es ist, das Spiel ist einfach der Wahnsinn. Also was man alles hier so entdeckt, macht Spaß. Aber wie gesagt, ich finde auch, es ist wirklich knüppelhart. Ich finde es knüppelhart. Es gibt natürlich genug Leute, die sagen, ach Quatsch, es ist nicht knüppelhart. Du bist ein Weichei. Aber guck mal, da ist zum Beispiel eine Stelle, die wir... Guck mal, ist wieder unser Händler. You're new around here. Surprised you found me. No matter, no matter. Why don't you... Ja, zeig mal. Handbuch des normannischen Kriegers, erweitert das Handwerksrepertoire. Pfeile, kann man nicht kaufen. Drachenschild. Astrologenkapuze, Astrologenkatrobe. Guck mal, er verkauft so alles, was ist das für eine Lampe hier? Befestigt dies an eurer Hüfte, um die Umgebung zu beleuchten. Könnte man vielleicht mal gebrauchen, auf irgendwann mal, oder? Oder vielleicht nicht. Aber wir nehmen die mal mit. Ich finde das gar nicht so schlecht. So. Gucken wir direkt auch mal an. Okay. Ist die Frage, wo ich die befestigen kann. Hier irgendwie. Tatsächlich. Gut. Können wir die auch wieder ausmachen? Die brauchen wir gerade nicht. Ne, das haltet ihr immer dran. Für immer und ewig. Nun gut. Also sind jetzt hier ungefähr. Wir haben jetzt hier ein Leuchtfeuer gefunden. Was ist das denn für ein Dings da? Lass mal da mal in die Richtung gehen. Wundert mich, dass ich noch nicht vergiftet wurde hier in diesem Sumpf. Weil irgendwie ist die Souls-Reihe dafür bekannt, eigentlich immer mit Gift zu arbeiten. Okay, da sind ein paar Viecher. Da ist ein großer Geist rein. Geläutete Ruinen. Dann ist so ein riesen Hummer. Hier waren wir ja schon, ne? Fällt mal auf. Okay, hier waren wir schon. Das ist da, wo wir mit dem durchs Portal gehen können. Ach, es wäre so schön, wenn wir schon die Karte finden würden hier.
Ruinen von Lascaia. Okay, hier gibt es auf jeden Fall Hunde, hier Gegner. Und da oben ist wieder so ein... Wir reisen mal an einen Ort. Gucken, wo das hingeht. Krass. Aber wir landen schon wieder hier. Das ist natürlich unkrass gerade. Mehr oder weniger dumm. Okay. Also führen wahrscheinlich alle Portale hier hin. Ist ja auch nicht verkehrt, aber gibt es eigentlich auch nicht so viel. Ja, ich durfte gar nicht hier niemanden. Gehe ich wieder hier hin. Und von da reiten wir gleich mal weiter. Also ich glaube schon, dass man die ganz gut entdecken kann da, die Karte. Aufdecken kann. Das ist schade, mir müsste eigentlich wäre auch cool, wenn sie aufgedeckt werden würde. Das wäre noch cooler, wenn man die aufdecken könnte. Also so beim Löwen. Guck mal, da oben ist doch auch wieder so ein Teil. Können wir da irgendwie hochkommen? Oh nein! Oh, das war aber ein guter Hochbekommen, vielleicht versuchen wir mal. Nein. Man darf es wahrscheinlich gar nicht links, oder was? Wieder. Ach komm schon. Ah, das gibt's doch gar nicht. Das muss doch möglich sein. Na okay, da bin ich ganz hoch. Oh, das gibt's nicht. Okay, müssen wir da hinten längs. Guck mal, da hinten gibt's ja auch einen Weg. Das ist ja viel einfacher. Aber so, ich versuche ganz viel Quatsch, ne? Und man kann einfach hochkommen. Oh. Ich wollte nicht abspringen, aber... Wie wir diesen Typen da drüben haben. Och komm schon. Na gut. Ah, so. Opferzweig, okay. Komm schon noch höher, ne? So, das Pferd, das hüpft so schnell weiter. Aber da kommen wir nicht mal Wasser hin, ne? Nee. Warte mal nochmal.
Okay, wir müssen irgendwie da hoch. Okay. Wir sind oben. Sind wir hier oben bei so einem. Na, was ist das hier? Siegelgefängnis in Niedertracht. Okay, noch ein Gefängnis. Ich glaube, wir haben noch keinen einzigen Boss oder so gekillt, der was mit der Geschichte zu tun hatte bis jetzt, ne? Ich glaube nicht. Na egal. Hier ist auch nichts. Gut. Man hätte auch einfach hier hinten hochspringen können, wie man sieht. Wir gehen natürlich immer die abgefahrensten, dümmsten Wege. Ach, schon wieder diese Viecher. Okay. Ich kann trotzdem durch den Wald gehen hier. Ach Quatsch, ich hänge jetzt hier fest? Ich hoffe nicht. Oh, ich hänge hier fest. Mach keinen Scheiß. Guck dich an. Ich hänge hier wirklich fest. Das ist doch blöd. Ich muss wieder woanders hinreisen. Das ist natürlich echt nervig. Weil wir gerade so weit gehen. Ach komm schon. Komm da raus irgendwie. Jetzt hängt er komplett. Jetzt bin ich gestorben. Wie kann ich denn hier sterben? Was ist das denn? Das habe ich noch nie erlebt. Wirklich nicht. Der hätte auch schnell woanders hinreisen können eigentlich. Das war ja wieder bescheuert. Oder? Frech. Na komm, wir reiten mal hier längs jetzt. Ach, sowas ärgert mich immer, ne? Das sind so Sachen, wo kann man nichts für, man hängt einfach nur fest. Das ist so übertrieben, wie da hochspringt das ein Pferd, oder? Frage, ob man sich das Ganze wiederholen soll, ob es Sinn macht.
jetzt nicht so viel, aber lieber wieder zurückholen, als das Leuten hier irgendwie zu geben. Warte mal in diese Richtung weiter hier. So ein Lager wieder mal. So kleine freche Viecher. Gucken, ob wir hier noch eine Stelle finden, wo wir Pause machen können. Bevor wir das Feld da angreifen. Vorstellen, dass es hier nichts gibt. Oder? Das kann es ja nicht sein. Muss hier auf jeden Fall eine Stelle geben, wo man rasten kann. Weil wir sind ja schon ein Megastückchen weg von irgendwas. Höhle voraus. Ja. Höhle. Geh mal in die Höhle rein. Kristallhöhle am See. Das ist wahrscheinlich schöner mit diesem Ding hier, oder? Sehr gut, sehr gut. Ah, dein Blatt, okay. Gut. Trink trotzdem auch wieder was. Weiß ja nie, ob man nicht doch nochmal stirbt hier durch so einen blöden. Schatztrophe raus. Starker Feind voraus. Vorsicht vor starker Feind, okay. Meine Tiere kann ich nicht benutzen, okay. Oh, was ist er denn? Kann ich mich mit meiner Lampe auch verstecken? Stärker als gedacht. Gucken, ob wir den nochmal angehen können.
So war das gar nicht geplant. Okay. Komm schon. Ich treffe ihn gar nicht. Guck mal. Ah, okay. Das macht keinen Sinn, ne? Gucken, ob ich von hinten irgendwie erledigen kann. Ich muss schnell noch einen trinken hier. Zack. Speertalisman, okay. Ein Falkion-Schwert. Gut. Das ist nicht großartig, was wir gefunden haben hier in der Höhle, aber... Dann haben wir mal eine Höhle gefunden. Hat ja auch mal was. Oh ne, das machen wir jetzt nicht. Da ist bestimmt irgendwas unten vielleicht. Man weiß nie, ob nicht auch da was liegt, was richtig wertvoll sein könnte, ne? Na, wir lassen es. Lassen kurz. Und dann gehen wir raus. Rut aus der Höhle. Genau. So, heute mal ein bisschen kürzer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin. Tschüss.